Das Frühstücksbuffet. Stellen Sie zu Hause auch immer einen kleinen Mülleimer auf den Esstisch, morgens zum Frühstück? Für mich ist das der Gipfel des Komforts. So bringe ich Urlaubsgefühl in den Alltag. Wenn Sie es noch besser machen wollen, schieben Sie außerdem ein paar silberne Warmhaltegefäße auf die Herdplatten. Im ersten lassen Sie Wasser mit gelben Flocken schmurgeln, Rührei. Im zweiten ein paar gekräuselte Speckschwarten, im dritten kleine verkohlte Würstchen. Jeden Tag dieselben, natürlich essen wollen Sie das Zeug ja sowieso nicht. Nun noch eine Thermoskanne mit braunem Wasser. Merken Sie schon was? Ja, das ist es. Das Feriengefühl, genauso haben Sie es jeden Morgen im Urlaub genossen, das Frühstück vom Frühstücksbuffet. Okay, Sie hatten vielleicht noch einen Saftspender im Speiseraum, so einen mit verklebten Zapfhahn und Überlaufrost. Vermutlich gab es auch ballaststoffreiches Knäckebrot in recycelbarer Klarsichtfolie und fünferlei Getreideflocken in käferfreien Behältern. Aber das Wichtigste war doch der Plastikmülleimer. Sie erinnern sich? Treu stand er vor Ihnen, ansprechend mit Blumenranken bedruckt und mit der Aufschrift versehen: Für den sauberen Tisch. War es nicht ein ganz eigenes Vergnügen, ihn mit Plastiknäpfchen, Folien und Döschen zu füllen und mit Teebeuteln und Käserinden und dann mit einer Serviette nachzustopfen, wenn er überquoll? Das schafft Ferienlaune. Eigentlich gehört noch ein Nebenraum dazu, eine angelehnte Tür, hinter der ein Radio plärrt. Im Hotel sitzt dort immer das Personal und raucht. Zu sehen ist es nie, zumindest nicht während des Frühstücks. Allenfalls, wenn Sie sich einen Platz am Fenster ausgesucht haben, schießt eine pikierte Schürzendame heran. Dort bitte nicht hinsetzen, dort wird für das Mittagsbuffet eingedeckt. Und dann müssen Sie zu all den anderen, die Sie am Morgen eigentlich nicht sehen wollen, zu den Muffigen und Frustrierten, die um das Buffet herumschleichen und stumm in die Wurst stechen. Entgehen können Sie dieser Froh nur in teuersten Nobelresidenzen oder in winzig kleinen Pensionen. In allen gewöhnlichen Hotels finden Sie die sogenannten Komfortbuffets, links und rechts flankiert von je einem Ficus Benjamini oder von Efeu aus Weichplastik, der sich die Decke entlang hangelt. Die Chromaganplatten, die wichtigsten jedenfalls, sind meist schon geleert, wenn Sie eintreffen. In dem geflochtenen Korb in der Form eines Huhns haben sich morgens gegen 6 Uhr frisch gekochte heiße Eier befunden. Jetzt bleiben Ihnen noch 3 steinerne kalte Exemplare. Käsescheiben grüßen aus der Plastikfolie oder sind ausgepackt und biegen die Ränder hilfesuchend nach oben. Wurstlappen winden sich unter einer Garnitur aus Gürkchen. Die Butter schwimmt hartleibig in der Eiswürfelschale. Entscheiden Sie sich, sonst gehen Sie leer aus. Die Dame neben Ihnen angelt mit der Gabel in der Kompottschüssel. Der Schöpflöffel ist unwiderruflich auf den Boden gesunken. Früchtequark auch lieber nicht. Ihr tattriger Vorgänger hat versehentlich seine Knäckekrümel darüber gehustet. Plötzlich Düsenlärm. Steht Ihr Hotel etwa doch neben dem Flughafen? Nein, keine Aufregung. Da hat nur jemand die Frischkornmühle in Betrieb genommen. Ah, und da sind die sogenannten Bain-Marie, die Warmhaltegefäße mit den Resten verkochten Plunders. Den Deckel zurückschieben, in das braune Geblubber sehen und still danken. Vielleicht finden Sie noch etwas Brauchbares im durchwühlten Brötchenkorb, etwa die eingeschweißten Pumpernickelscheiben. Sie brauchen schließlich etwas zum Füllen Ihres Tischmülleimers. Sie beäugen die Marmeladen auf dem Holztablett, jede in einem großmütterlichen Einmachglas, die Löffelgriffe sortentypisch verklebt, aber komisch, was macht denn die Krabbe in der Stachelbeer-Kiwi-Marmelade? Und viel wichtiger, woher kommt sie? In greifbarer Nähe entdecken Sie lediglich Makrelen. Die leere Platte mit Zitronenscheibchen und Petersilienresten könnte Lachs enthalten haben. Haben Sie noch Krabben? Rufen Sie einem durcheilenden Angehörigen des Personals nach. Kopfschütteln, bedauerndes Lachen, zu spät. Am anderen Ende werden schon scheppernd die Platten abgeräumt. Rasch, greifen Sie zu! Oder halt, lauschen Sie mal.
Ja, da nähert sich aus fernen Gängen bereits der panisch gefürchtete Staubsauger. Und nun schwärmt Personal ein. Benötigen Sie noch etwas vom Frühstücksbuffet? Eigentlich ja. Also, dann packen Sie schnell ein paar halbe Camemberts ein, raffen Sie Schinkenscheiben, Äpfel, Verdauungspflaumen, wickeln Sie Brötchen in Servietten und schmuggeln Sie das Ganze raus. Irgendwo auf einer Parkbank werden Sie ganz in Ruhe frühstücken können. Das sind nämlich keine Penner, die Sie an Ihrem Urlaubsort überall unter den Bäumen mampfen sehen. Das sind Gäste wie Sie, Gäste aus Hotels, die vom Gipfel des Komforts profitieren, vom Frühstücksbuffet.